Einen wunderschönen guten Tag aus Can Pastia. Wo liegt Can Pastia? Can Pastia liegt zwischen, grobe Richtung zwischen Palma und der Playa de Palma. Die Verlängerung hier ist nicht weit weg von Arenal. Man sieht das hier schon an den Masten, das geht hier ineinander über. Da hinten ist auch schon der erste Balneario. Das müsste Nummer 15 sein. Ja, und dann ist da hinten die Playa de Palma. Der wunderschöne weiße Sandstrand hier ist sehr, sehr breit. Also hat richtig viel Platz für viele Urlauber. Ja, Can Pastia ist immer aktiv, hier ist immer was los. Spiegelglattes Wasser, beinahe spiegelglatt. Das lädt natürlich ein zum Stand-up-Paddeln. Das ist auch für Anfänger wunderschönes Wasser. Und da ist es auch wieder dieses beruhigende Wellengeräusch. Sofort sind alle Sorgen vergessen. Der Strand geht noch weiter bis zum Hafen, bis zum Yachthafen. Da wird er allerdings etwas schmaler. Viele machen von hier Wandertouren Richtung Palma oder auch Richtung Playa de Palma selbstverständlich oder fahren mit dem Fahrrad diese Strecken ab. Zwischen Can Pastia und Palma noch wunderschöne kleine Orte. Eine richtig schicke Strandpromenade da, alles neu, also es ist eine Strecke, die sehr zu empfehlen ist. Überall nette Cafés, Restaurants.
für die Jahreszeit ist dieser Strand wirklich sehr, sehr sauber. Fast kein Seegras. Der Verkehr hier wurde übrigens beruhigt. Das ist sehr angenehm. Es ist einfach viel mehr Lust da hier entspannt spazieren zu gehen. Oder auch draußen zu sitzen. Hier geradeaus geht es ins Zentrum. Das Zentrum lockt mit vielen Geschäften, überwiegend kleinere Geschäfte. Abends und bei gutem Wetter ist hier natürlich immer schön viel Trubel.
spiegelglatt, das Meer. Da hinten schwimmt sogar jemand am Hafen. Wenn die Sonne rauskommt, wird es schlagartig wärmer. Total angenehm. Fast schon T-Shirt-Wetter. Einige Häuser werden noch schick gemacht für die Saison. Dann sieht es auch wieder viel, viel gepflegter aus. Ah, con la gente no es.
segundo si quieres, Nimm einen Blick durch den Zaun in den Hafen. Nochmal einen Blick auf diesen wahnsinnig breiten Strand. Ja, da hinten gar kein Seegras, hier umso mehr. Das ist die Strecke nach Palma, an der Calagamba vorbei, Ciudad Jardí und in Molinar, und dann kommt man weiter den Weg entlang nach Palma, kommt direkt an der Promenade, an der Kathedrale heraus. Die sieht man dann schon von Weitem, die Kathedrale. Richtig schick auch dieser Bereich. Einen kürzeren Weg zum Flughafen gibt es übrigens nicht. Zum San Juan Flughafen auf Mallorca sind es 5 bis 10 Minuten von hier. Dann ist man schon da. Mit dem Bus, mit dem Taxi, gar kein Problem.
Und das hier ist übrigens die Kala Estancia. Die ist ja auch ziemlich bekannt. Hört man immer wieder. Richtig schön, dass man hier praktisch immer ruhiges Wasser hat, weil es links und rechts diesen Damm gibt. Auch schön hier sind diese Stufen, einfach hinsetzen und aufs Meer hinausschauen. Klares Wasser. Richtig schön gemacht hier, dieser Laden, schöner Beachclub. Hier kann man ein bisschen weiter ins Meer hineingehen. Bei dem Beachclub eben, Rocca, da soll das Essen übrigens sehr, sehr gut sein, hört man nur Gutes. Und hier sehen wir viele Orte an der Westküste, Südwestküste. Palma, den Hafen, die City und das Tramontana-Gebirge, alles im Überblick und ziemlich nah dran.
Was für ein wunderschönes Panorama, immer wieder zu bestaunen. Ich gucke da immer wieder gerne hin und dennoch im Sonnenstrahl diese Kulisse. Wunderschön. Ja, hier der Rad- und Fußweg, dann hier weiter Richtung Palma. Und hier soll sich der heutige Kreis schließen. Das war ein Überblick auf Campastia. Wunderschön alles zu sehen in dieser ruhigen Jahreszeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank. Für alle die, die bis zum Ende dabei waren, würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal weiterempfiehlt. Bedanke mich auch nochmal für diese wirklich tollen, positiven Kommentare. Sage für heute Tschüss, Adios und Bye Bye. Bis zum nächsten Mal auf Georgis Kanal, euer Jörg.